Künstler, Heffel Künstler. Es geht um das, wie der man sagt, das Domizil in Baden, ja, wo Künstler einfach ihr Leben gelebt haben und dort einfach unter tadellosen Bedingungen. Sehr schönen Umständen dort leben, gut leben versorgt, mit herrlicher unter Küche, Kollegen natürlich. Unter Kollegen und mit einer wunderbaren Crew, die betreuen, also das ist alles wunderbar bei uns und wir sind so gut über diese Corona-Zeit gekommen, aber leider natürlich ist dieser Flohmarkt ausgefallen und jetzt ist es endlich soweit, dass wir diesen Flohmarkt machen können. Das liegt mir schon so am Herzen, weil wir so wahnsinnig viele schöne Sachen haben. Wir haben aus dem Nachlass von der Senta Wengraf wunderbare Sachen. Übrigens, das ist von ihr, das habe ich abgekauft. Ein Stückchen habe ich mir schon vorher genommen, habe ich mir erlaubt, ja. Also Sie werden sehen, wir haben Komplees von einer dänischen Prinzessin, wo alles dabei ist, also von Hut und Tasche und Schuhe und Mantel und Handschuhen, also wunderbare Sachen. Sie müssen kommen und müssen schauen. Und zwar ist es am 26. Juni, endlich ist es soweit. Und das hoffen wir doch sehr, dass es dann klappen wird. Und wenn nicht, die zweite Woche im Oktober, so wie immer. Da haben wir den, das ist der 9. Oktober. Ja. Der Flohmarkt findet wo statt? Der Flohmarkt ist diesmal nicht im Haus, weil wir wollen ja kein Risiko eingehen. Wir machen das diesmal im Theater am Steg. Mhm. Ja? Und vielleicht das nächste Mal auch. Wir werden sehen, wie die Situation ist und wie die Vorschriften sind. Also, das Ambiente gar nicht so schlecht. Na, eben. Und es ist sehr viel Platz und wir müssen auch Platz lassen. Und wir werden diesmal auch von der Frau Professor Tobisch zum Beispiel, haben wir wunderbare Sachen. Wir haben auch vor, dann vielleicht eine Versteigerung zu machen. Also es ist alles vorhanden und kommen Sie und schauen Sie sich die Sachen an. Es ist wieder Geschirr und aber hauptsächlich geht es diesmal um die Kleider, weil wirklich so viele schöne Sachen da sind. Das heißt, wer einmal eintauchen will in die Welt der Kunst, selbst kein Künstler ist, aber man sagen kann, ich habe jetzt ein Outfit von Lotte Tobisch oder von Senta Wengraf, dann hat man die Möglichkeit, dort zu erstehen. Ja. Wunderbare Sachen. Ja. Und man tut was Gutes damit. Ja, und auf alle Fälle. Dann sage ich recht herzlichen Dank und kann nur jeden anraten, vorbeischauen. Baden ist eine wunderschöne Stadt, das Theater am Steg ist schön. Und darf ich noch was sagen? Wir haben noch etwas sehr Interessantes und zwar drei Schnuppertage haben wir für 180 Euro für die 3 Tage inklusive Verpflegung. Also ich glaube, das ist phänomenal. Und Sie haben die schöne Stadt dort, das Bad hoffentlich wird ja dann auch schon eröffnet sein oder Sie können ins Theater gehen oder die Museen anschauen, in den schönen Garten ins Rosarium gehen und das Haus ist auch sehr schön. Es ist alt eingerichtet, es ist nicht modern, wie es eben zu uns unserem Stil passt. Und ich kann das bestätigen, meine Zeit, wie ich noch beim Roten Kreuz gearbeitet habe, in Wien haben wir sehr häufig die Fahrten wieder hinaus gehabt ins Heim und man fühlt sich da schon wohl, wenn man hineingeht. Na, das ist eine neue, andere das Welt. Das ist schön, schön. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und einfach die Chance nützen. Ich danke Ihnen. Gerne. TV 21 Austria. Einfach anders.